Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder GBF Akademeister mit dem Let's Play von Divine Divinity. Und beim letzten Mal haben wir den Konstrukteur, Architekten aus Matrix Geld gegeben und dadurch den Fluch des Klosters, der Kathedrale behoben. Und ich habe jetzt auch ein vernünftiges, seltsames Amulett gefunden von Maddek. Und zwar das Interessante oder Wichtige für mich war Bezauberungsstufe 5. Und der Rest war dann halt so, ja, es gibt Resistenzen, gibt es da, manchmal gibt es Mana-Kraft dazu oder Lebenskraft. Ich habe jetzt 80 Lebenskraft dazu, was ziemlich viel ist, wie ich finde. 4 zur Verteidigung, der Verteidigungswert ist ja auch immer sehr, ist ja auch schwer zu steigern so. Und deshalb, der ist jetzt bei 44, das heißt wir haben eine 62-prozentige Wahrscheinlichkeit, ein Monster der Stufe 20, was wir jetzt ja auch sind, auszuweichen. Das ist auch ein kleiner Bonus dann. Und 20 Blitzresistenz, weil meine Blitzresistenz war ziemlich schlecht. Die ist nur auf 5, das niedrigste eigentlich. Giftresistenz ist zwar jetzt auf 6 runter, weil ich das Amulett des Ruhms abgelegt habe. Aber hey, Blitzresistenz so hoch nehme ich halt gerne mit. Und plus 2 zur Wahrnehmung. Kann man auch nochmal machen. So, was habe ich hier sonst noch? Lederbeinschienen der Telekinese-Beherrschung, aber naja. Das ist nicht so relevant für mich. Okay, was gibt es denn sonst noch für Bücher? Ne, es gibt ja noch eine Truhe, die verschlossen ist. Genau, was ist da denn drin? Ein Feuerhund-Strohhut. Feuerhund, aha. Ja, ich glaube, das war ja das, was immer wieder dasselbe ist. Also ist egal, wie oft ich das jetzt neu lade. Wie wunderbar. Ja. Nehme ich mit und der Blick des Zauberers. Das ist ein Zauberspruch, den wir uns lehren können. Hier ist nochmal eine Truhe, fest verschlossen. Die verschlossen ist. Wie ist das mit dem Schlüssel? Kriege ich das Ding auf oder nicht? Verschlossen. Nö. Herrlich. Gut, dann nehme ich das Zeug hier mit. Leere mich das und hatte ich das beim letzten Mal schon ausprobiert? Das ist schon eine Weile her, dass ich hier wieder... Na, es geht nicht. Aber es ist auch nicht so wild. Hoffe ich. Gut, was haben wir sonst noch hier? Bücherregale mit Gegenständen und noch mehr Büchern. Ja, das war ja der Drache. Was liegt hier noch für ein Buch? Ein Bücherstapel. Der Katalog der verlorenen Schätze von Lakwif dem Forscher. Kapitel 4. Die Jrin-Runen. Achso, das haben wir ja schon gelesen. Na gut, wir werden die Bücher ja auch sicher mal irgendwann wiederfinden. Aber der schwarze Kult. Mächtiger als die Götter von Sulaima. Die Autorin berichtet über eine Sekte von Dämonenanbetern. Die sich von den Göttern abgewandt haben, natürlich. Die sind ja gegeneinander übergestellt im Pantheon. Ein Abschnitt dieses Werkes beschäftigt sich mit dunklen Prophezeiungen, in denen die letzte Schlacht beschrieben wird. Dies soll zwischen den Göttern und den sterblichen Völkern gegen den Herrn des Chaos und seine dämonischen Vasallen ausgetragen werden. Gemäß Suleimas Prophezeiung werden die Götter diese Schlacht verlieren. Das ist wie Ragnarok. Eine kurze Geschichte der sieben Götter. Als die sieben Götter noch jung waren, beschlossen sie, dass ein jeder sein eigenes Volk haben solle, um es zu geleiten durch den ewigen Fluss der Zeit. Ja, quasi wie in Herr der Ringe oder im Silmarillion Aule die Zwerge geschaffen hat. Wobei er es eigentlich nicht tun sollte, aber Eru hatte dann Mitleid mit ihm und hat dann gesagt, ja gut, dann behalt die Zwerge, aber die müssen ein bisschen schlafen, die sieben Könige. Und so ergab es sich, dass Ralik, der mächtigste unter den Göttern, okay, der Patron der Menschen wurde. Okay, das ist also unser Gott dann sozusagen, unser Patrongott. Der stämmige Duna erschuf die Zwerge nach seinem Bilde und lebte sogar lange Zeit bei ihnen in den Tunneln tief unter der Erde. Tirsendelius, auch als Poet der Götter bekannt, zog in die Wälder und erschuf die Elfen. Es schenkte ihnen eine lange Lebensspanne und Weisheit. Nicht er? Die Reptiliengöttin Zordelstissa wünschte, stolze Krieger zu befehligen, und so erschuf sie das Echsenvolk, die starken Krieger der Ödlande. Der Gott Vrogir, berüchtigt für seine Brutalität und seine gewalttätige Natur, schuf die Orks und versklavte sie über 300 Jahre, bevor er Rivellon verließ. Okay, das ist ein nicht so netter Gott. Aber er passt zu den Orks, oder die Orks passen zu ihm. Xanthessa, die Göttin des Frohsinns und Gelächters, ersann ein Volk intelligenter, der Magie zugeneigter Wesen. Sie erschuf die Imps, begabte Magier und Tüftler, also wie Gnome. Die Göttin Amadia war eine Außenseiterin, die es vorzog, in vollkommener Einsamkeit zu leben. Im Laufe der Jahre verbreiteten sich die sechs Völker über den ganzen Kontinent. Also Amadia hat gar nichts geschaffen. Eines Tages verliebte sich Amadia in einen Magier und so gebar sie mehrere Halbgötter. Achso, das hat sie dann gemacht.
Ein Volk reicht mir nicht aus, ich schaffe Halbgötter. Sie schenkte ihrem Liebsten die Unsterblichkeit und beschloss, die Patronin der Magier zu werden. Obgleich Magier kein eigenes Volk darstellen, so haben sie doch eine eigene Göttin, der sie huldigen. Ah, das ist ja interessant. Durch alle Völker hindurch wahrscheinlich. Okay, wir sind hier durch und können dann dieses Kloster verlassen und Finn sagen, dass hier alles bereit ist für seine Übernahme. Wenn er es dann machen möchte. Was ich bezweifle. Denn er ist ja nur ein Bauer. Was soll ein Bauer mit einem Kloster voll mit Dreck? Er kann es vermieten an Mönche oder so. Es gibt hier nur einen Priester in der Gegend. So einen, der in der Kirche sitzt. Und der sitzt schon in der Kirche, also... kein Mehrwert. Würde ich mal sagen. Finn, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Du kannst in Ruhe jetzt wieder schlafen. Er ist freundlich. 49. Gütige Götter, steckt eure Waffe weg, mein Freund. Ihr könntet jemanden verletzen. Ja. Bei den rasenden Göttern, ihr seid von der verfluchten Abtei unversehrt zurückgekehrt. Wurdet ihr von einem dieser untoten Monster gebissen? Ihr Biss kann angeblich üble Krankheiten mit sich bringen. Nein, da habt ihr wirklich Glück gehabt. Gute Kunde, mein Freund. Ich habe den Fluch aufgehoben. Von nun an werden euch keine Geister mehr belästigen. Ich weiß, woher... Ich sah euch die verfluchte Abtei betreten und schon in derselben Nacht blieben die schrecklichen Stimmen aus. Außerdem geben die Kühe wieder gute Milch. Und wie viel ist euch eine ungestörte Nachtruhe und frische, sahnige Kuhmilch wert? Ich denke, ich habe mir eine kleine Belohnung verdient, oder nicht? Nun, ich würde vermuten, dass ihr beim Betreten der Abtei eure Unterwäsche schmutzig gemacht habt. So wie ich. Wie wäre es, wenn ich sie euch waschen würde? Na? Sorgt euch nicht unnötig um meine persönliche Reinlichkeit, Farmer Finn. Ich bedarf keiner Säuberung. Allerdings rate ich euch, eure unhöflichen Worte zurückzunehmen. Hahaha, war doch bloß ein Scherz. Hier nehmt diese Goldmünzen als Zeichen meines Dankes an. Es ist schon spät und ich habe noch einen weiten Weg zurückzulegen. Ja, jetzt haben wir anscheinend Gold gekriegt und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, weil ich glaube nicht, dass er viel hatte. Und das ist nicht so wild für mich. Wie wunderbar. Es ist wunderbar. Eine verschlossene Tür sehe ich da. Aber erstmal noch ein bisschen herrlich. Alchemie betreiben. Ach, wie wunderbar. Kürbisse gibt es auch. Okay, die Tür ist verschlossen und führt nur nach draußen. Und ruinierte, abgenutzte Bauernwerkzeuge. Dab, da, dab, dab. Da, 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 da. Oh, wer ist denn hier? Gestrandet. Und hier ist auch eine weitere Quest, die wir recht schnell erledigen können. Und ich denke mal, machen wir sie einfach mal. Und das ist Sir Richard. Psst, hierher! Beim Erbarmen der Götter. Ich habe schon wochenlang mit keiner menschlichen Seele mehr gesprochen. Habt ihr ihn gesehen? Er ist da draußen und hinter mir her. Weshalb seid ihr so nervös, mein Freund? Ich bin auf der Flucht, Fremder. Mein Name ist Richard. Ich war ein nobler Ritter auf Burg Eisenfaust, aber ich habe einen schlimmen Fehler begangen. Der Sohn des Herzogs hat mir einen Attentäter auf den Hals gehetzt. Nun, weshalb hat denn der Sohn des Herzogs einen Attentäter auf euch angesetzt? Er hat diese bösartige Brut, Janus, will mich töten. Janus köpfig. Weil ich die Umstände hinterfragt habe, unter denen sein Vater zu Tode kam. Ah, du hast so viele Fragen gestellt und das gerade beim Adel. Nicht gut. Irgendetwas am Tode des alten Herzogs kommt mir komisch vor. Ich habe versucht, diese Angelegenheit heimlich zu untersuchen, aber Janus kam dahinter. Du bist wie Ned Stark. Du darfst das nicht machen. Ihr verdächtigt, Janus seinen eigenen Vater umgebracht zu haben. Erzählt mir mehr darüber, was ihr herausgefunden habt. Oh nein, jetzt sind wir auch noch schuldig. Offen gesagt, ich zweifle daran, dass der Herzog einem Herzinfarkt erlegen ist. Wir waren zusammen auf Wildschweinjagd. Ach ja. Die ollen Wildschweine mal wieder. Dieser Mann konnte so schnell einen Berg hochrennen wie ich auf ebener Strecke, zumindest bevor ich mir meine Beine so zerschunden habe. Und sein Herz war stark wie das eines Hirsches. Ich glaube, etwas anderes hat ihn getötet. Erzählt mir mehr von diesem Attentäter. Sein Name ist Kriecher. Er ist ein Molchemörder. Im 4. Rang übrigens, aus der Gilde der Attentäter. Ist das jetzt ein hoher Rang oder ein kleiner, niedriger Rang? Wie alle bösen Menschen hat er den Drang verspürt, sich an meiner Hilflosigkeit zu weiden. So konnte ich ihm entkommen, bis er zweimal diesem Schwachkopf
Aber langsam werde ich müde. Meine Beine schmerzen wie die Hölle von dem ewigen Umherschleichen und Gerenne der vergangenen Tage. Wisst ihr, wo sich dieser Kriecher versteckt? Er muss hier in der Nähe sein. Ich kann seine widerwärtige Anwesenheit spüren. Als Attentäter vierten Ranges ist es ihm ein leichtes, sich an seine Beute heranzupirschen. Aber offenbar hat ihm keiner gesagt, dass hier draußen auf dem Farmland niemand ganz in Schwarz gekleidet herumläuft. Bisschen auffällig. Er ist unauffällig auffällig. Oder auffällig unauffällig. Wenn ihr ihm begegnet, werdet ihr ihn sofort erkennen. Das Kunststück ist allerdings, ihn zuerst zu entdecken. Ja, das kriegen wir hin. Nun gut, ich werde gehen und diesem Attentäter ein paar meiner eigenen Kniffe beibringen. Ich bitte euch, findet ihn, bevor er mich findet. Sch, da bewegt sich jemand draußen vor der Scheune. Ich verschwinde, lebt wohl. Oh, wer bist du denn? Adran. Kann man mit ihm handeln? Ein bisschen. Er hat aber nur... Okay, Heiltränke, das ist gut. Magietränke, kleine Ausdauertränke, kleine leere Flaschen, verarbeitete Säbel, was ist das hier? Maßgeschneiderter Säbel, Armbrüste und eine polierte Bartaxt. Ich nehme einfach nur ein bisschen Tränke von ihm. Seid gegrüßt, Fremder. Ich hoffe doch, ihr gehört nicht zu jenen Wegelagerern, die ehrbare Händler auf offener Straße auszurauben trachten. Heutzutage muss man auf der Hut sein. Seid gegrüßt, Reisender, und seid ohne Furcht, sofern ihr nichts Böses im Schilde führt. Was macht ihr hier? Ich bin in Eile und lauf weg. Oder wir sagen, guten Morgen, der Herr, ich bin kein Bandit. Und ich hoffe doch sehr, ihr könnt selbiges von euch behaupten. Dieser Tag ist Vertrauen leider kein Luxus, den man sich leisten kann. Leider ein Luxus, den man sich nicht leisten kann. Da wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr mir den Grund für eure Reise auf dieser gefährlichen Straße nennen könntet. Sagen wir das mal, das ist ein langer, schöner Text. Trust is a hard thing to come by these days. Wie, nicht Bryant, Blair aus The Thing sagt. Im englischen Original. Mein Name ist Adran, Adran der Händler. Ich bin reisender Händler und versorge die Bauern mit den verschiedensten Waren. Wie steht's? Vielleicht gibt es da etwas, das ihr benötigt? Nein, es ist schon ein Jammer. Die Bauern in dieser Gegend sind derzeit auch nicht in Kauflaune. Zwischenfälle wie die Trollangriffe von neulich, müsst ihr wissen, werden die Bauern bald von ihrem Land vertreiben, wenn das so weitergeht. Verständlich, dass sie nur ans Überleben denken. Nur geht unser einer dabei leer aus. Ja, Trollangriffe? Ach, geht am besten zum Farmer Homer oder Homer, wenn ihr euch für die verfluchten Trolle interessiert. Sein Gehöft liegt östlich der Brücke, die das Farmland mit Alaroth verbindet. Ja, da sind wir, glaube ich, schon dran vorbeigelaufen einmal. Oder aber ihr redet mit Regnor. Der arme Teufel hat beide Söhne an die Trolle verloren. Bestimmt hat er den einen oder anderen guten Ratschlag für jeden, der es diesen stinkenden Bestien heimzahlen möchte. Darüber lässt sich sicher reden. Und noch eine Sache. Wenn ihr dieser Straße weiterhin folgt, führt sie euch zu dieser verfluchten Abtei. Ja, ich weiß. An jenem Ort solltet ihr die Vorsicht eines Fuchses walten lassen, wenn euch euer Leben lieb ist. Solche, die diesem Ort zu nahe kommen, wissen Grauenhaftes und Beängstigendes zu berichten. Wenn ihr mich fragt, macht lieber einen weiten Bogen um die Abtei. Wir sind direkt reingelaufen. Die Entscheidung obliegt selbstverständlich euch. Nun, genug geplaudert. Ich habe heute noch viele Gehöfte aufzusuchen. Gehabet euch wohl. Habt recht herzlichen Dank. Ja, für den guten Rat. Und dann geht er weg. Ich glaube, wir sehen ihn nicht wieder oder er landet irgendwo in einem Dorf und steht dann da rum. Aber er ist ja kein guter Händler, der viele tolle Waren hat. Er hat nur Standardwaren. Und irgendwo müssen wir jetzt Kriecher finden. Kriecher, wo bist du? Sehe ich dich hier irgendwo? Kriecher, wo bist du? Sehe ich dich irgendwo auf meiner Karte? Da ist ein Punkt, der sich nicht bewegt. Und das ist Kriecher, er ist neutral. Was treibt ihr hier? Schert euch fort. Seid ihr der geheimnisvolle Attentäter, der Sir Richard verfolgt? Bitte, ihr wisst davon? Dann müsst ihr auch wissen, wo sich Sir Richard aufhält. Sagt es mir. Ich wünsche keinen Ärger mit euch. Ihr findet Sir Richard in Stallung ein Stück weiter. Nein, wir wollen Sir Richard nicht sterben lassen. Nein, ich werde keinen Unschuldigen an jemanden wie euch ausliefern. Dann muss ich die Antwort wohl euch herausprügeln. Und er wird aggressiv und ist mit einem Schlag umgekippt. Und er droppt noch nicht mal was. Ne? Rufus. Wedelt nicht mit der Waffe im Gesicht herum. Okay.
Verlasst das Farmland, Fremder. In letzter Zeit sind hier in der Gegend zu viele schlimme Dinge geschehen. Ich weiß nicht, ob ihr darin verwickelt seid, aber ihr solltet zusehen, dass ihr Fersengeld gebt. Ja, sonst komme ich mit meiner Forke ruiniert. Wir werden uns später sprechen. Leb wohl. Was hast du zu handeln? Ein bisschen Gold und Fleisch und einen Apfel. Rufus, warum so negativ? Du. Sir Richard, ich habe gute Neuigkeiten. Kriecher ist gestorben. Und wenn das ein Attentäter des vierten Ranges war, dann bin ich nicht gerade beeindruckt von vierten Rang-Attentätern. Vielleicht gibt es ja 100 Ränge und er ist gerade mal so auf der Azubi-Stufe oder so. Außerdem sind hier Ratten. Kriege ich davon noch Erfahrungspunkte? Nein, ich kriege keine Erfahrungspunkte mehr für Ratten. Glück gehabt, Ratten. Ich werde euch somit am Leben lassen. Oder? Ja. Seid ihr übergeschnappt, wiederzukommen? Ich hoffe, dass niemand euch gesehen hat. Tod und Teufel, ich verkomme zu einem jämmerlichen Nervenbündel. Ich habe bereits Menschen mit Verfolgungswahn erlebt, aber ihr schießt nun wahrlich den Vogel ab. Verfolgungswahn? Ich? Seht genauer hin, ich habe... Wartet, dort drüben hat sich etwas bewegt. Jemand versucht sich anzuschleichen. Du hast Verfolgungswahn, mein armer Freund. Ich habe euren Freund Kriecher herausgefordert und mit ihm dasselbe getan, was er schon vielen anderen angetan hat. Vermuteterweise. Der Attentäter ist so tot wie ein Stockfisch. Warum Stockfisch? Ihr könnt euch entspannen, zumindest für eine Weile. Und wir kriegen 30.000 Erfahrungspunkte. Bei den barmherzigen Göttern. Dann habe ich ja gute Chancen, die kommende Woche noch mitzuerleben. Ich danke euch. Vielleicht habe ich sogar genügend Zeit, um zu verschwinden. Aber ich glaube kaum. Auf Janos Befehl hin wird mich die Gilde der Attentäter durch ganz Rivellon und zurückjagen. Aber ihr habt mir ein wenig Zeit verschafft und dafür bin ich sehr dankbar. Ruhet in Frieden. Entschuldigung, das ist mir so rausgerutscht. Was ich eigentlich sagen wollte ist, viel Glück, mein Freund. Ihr habt die Fähigkeiten zum Überleben. Hoffe ich jedenfalls. Oh. Und so denn geht's, Sir Richard. Möge er die kommende Woche zumindest überleben. Zumindest. Warte mal, das ist noch eine Ratte. Ich sehe das. Du willst dich wohl drücken, was? Es gibt nämlich eine komische Quest, die irgendwas mit Ratten zu tun hat, wo man Ratten töten soll. Und wenn ich schon mal hier bin, kann ich das ja machen. Ich weiß nicht, ob das diese Scheune ist. Das könnte auch eine andere sein. Höchstwahrscheinlich sogar Schweinchen. Da ist Homer. Somit haben wir diese Quest auch erledigt. Nee. Einem verängstigten Ritter helfen. Ja, das war das Lager im Flussheim. Homer. Seid gegrüßt, Fremder. Ich bin Homer und dieser Hof gehört mir und meinem Weibe Trisha. Wie kann ich euch helfen? Erzählt mir über Trisha. Trisha ist eine schöne und achtbare Frau und berühmt für ihre Kochkünste. Besonders für ihre zarten Dotterblumenkekse. Klingt lecker. Wisst ihr, als ich sie zum ersten Mal auf dem Markt von Flussheim sah, verliebte ich mich sofort bis über beide Ohren in sie. Was könnt ihr mir über euer Gehöft erzählen? Ich habe den Hof von meinem Großvater geerbt. Der Alte war mit dem Leben in der Großstadt nicht zufrieden und ließ sich daher auf dem Lande nieder. In 5 Jahren harter Arbeit baute er sich einen ergiebigen Bauernhof auf. Nun ja, und ohne die Trolle könnte dieser Ort ein Paradies sein. Habt ihr Probleme mit Trollen, Freund? Ach, jawohl, die Trolle überfallen unsere Höfe und schlachten unser Vieh. Eine dieser widerlichen Bestien versuchte vor einigen Tagen sogar mich anzugreifen, als ich auf dem Heimweg von der Fünf-Acker-Weide war. Oh, die berühmte Fünf-Acker-Weide. Glücklicherweise sah ich sie kommen und versteckte mich mit den Stallburschen in der Scheune. Das Mistvieh schlug eine Weile gegen die Tür und gab dann auf. Ich meine den Troll, nicht den Stallburschen. Hätte ich auch nicht gedacht. Nur gut, dass Trisha so klug war, im Haus zu bleiben. Ich hörte sie die ganze Zeit voller Angst schreien und fürchtete, dass sie hinauslaufen würde, um uns zu retten. Womit? In der Mistforke? Warum geht ihr nicht auf Trolljagd und erlöst uns von, diesen Räubern? Euer Anliegen ehrt mich, aber ich kann es momentan nicht mit einer Horde Trolle aufnehmen. Ich glaube, wir können das. Wir haben unsere Frostwaffe. Vielleicht kann ich euch helfen, mein Freund. Der Troll, der nach einem Kampf mit mir noch atmet, muss noch geboren werden. So, seid nicht zu vorwitzig. Trolle töten nicht mit ihren schlechten Atem, sondern mit ihren scharfen Klauen. Wenn ihr einen zu nahe an euch rankommen lasst, reißt euch die Eingeweide heraus, ehe ihr Scheiße sagen könnt.
Das ist zumindest ein Kraftausdruck an der Stelle. Wir trinken schon Kaffee. Schluck Kaffee. Wo finde ich die Haupthöhle der Trolle? Und sag mir nicht, ich soll immer der Nase nachgehen. Ihr wisst so gut wie ich, dass ihr Gestank aus jeder Richtung zu kommen scheint. Ich glaube, ich habe beim Angeln mit dem Schlupf mal den Schlupfwinkel der Trolle gesehen. Es gibt eine Brücke nach Westen, die die Gegend von Alaroth mit dem Farmland verbindet. Überquert die Brücke und haltet euch südwestlich. Ah, ich sollte gehen. Lebt wohl. Ja. Und da ist ein Gegner. Was ist das? Es ist ein Hund. Warum ist er böse? Wir haben den bösen Hund erschlagen. Wer ist hier noch? Da ist Trisha. Seid gegrüßt, Fremder. Wir bekommen nicht oft Besuch von Leuten aus der Stadt. Mein Name ist Trisha. Ich bin die Frau von Homer, einem der hiesigen Farmer. Ich würde mehr gerne über das Leben auf dem Bauernhof erfahren. Diese Art zu leben hat mich schon immer gereizt. Tja, also, es kann zuweilen ein recht beschwerliches Leben sein, das sage ich euch. Jeden Tag um 4 Uhr morgens aufstehen zu müssen, um sich um das verdammte Vieh zu kümmern. Oh, bitte entschuldigt meine Zwergenausdrücke. Wieso ist verdammt ein Zwergenausdruck? Hm. Vielleicht wurde verdammt, ist das ein Zwergenwort und das dann quasi in den Sprachschatz der Menschen übergelaufen ist. Oder übergelaufen oder übergewandert ist. Verdammt! Aber das Leben auf dem Lande ist manchmal derart langweilig im Vergleich zu dem im Flussheim. Da komme ich nämlich her, müsst ihr wissen. Habt ihr eigentlich jemals Freizeit? Die Farm ist groß und wir haben nicht genug Knechte. Bei all der Arbeit auf dem Feld und im Haus finden mein Gemahl und ich kaum einmal Zeit, gemeinsam zu entspannen. Hm, an diesen Aspekt des Lebens als Farmer, das frühe Aufstehen, hatte ich nicht gedacht. Ein solches Leben ist wohl doch nichts für mich, selbst wenn es mir vergönnt wäre, meinen Ruhestand zu erleben. Aber dennoch ist das Leben auf dem Lande sehr gesund, mein Freund. Man ist selten krank und verbringt viel Zeit an der frischen Luft. Ja gut, das Letztere glaube ich wohl. Manchmal, gewöhnlich um 4 Uhr morgens, vergesse ich kurz, dass ich niemals eine lieblichere Landschaft als das Farmland erblickt habe. Ihr seid nicht auf dem Land aufgewachsen? Nein, ich wuchs in Flussheim auf, als Tochter eines angesehenen Kaufmanns. Doch kam ich mit meinem Vater nicht sehr gut zurecht. Er war immer schnell eingeschnappt und ein alter Geizhals. Als dann also solch ein großes Prachtexemplar von einem Farmer kam und mich wegschnappte, hatte ich nichts dagegen. Hm, nun, ich gebe zu, dass ich Homer anfangs nicht liebte, okay, aber ich wollte unbedingt weg von meinem Vater. Ah, was willst du eigentlich? Du beschwerst dich über Dasein als Bäuerin und dann als in den Flussheim. Was macht dich glücklich? Nun, ich gebe zu, dass ich... Aber mein Gemahl ist ein so aufrechter, herzensguter Mensch. Ich konnte gar nicht anders, als mich doch in ihn zu verlieben. Hm, besser spät als nie, wa? Hat euer Vater eure Entscheidung gebilligt, auf einer Farm leben zu wollen? Nein, natürlich nicht. Er weigerte sich, unserer Hochzeit beizuwohnen und beantwortete keinen meiner Briefe. Und als ich ihn kurz vor seinem Tode besuchte, sagte er mir, dass er mich verachtete. Mein Vater glaubte, dass ich eines Tages sein Geschäft übernehmen würde, versteht ihr? Ich glaube, das Geschäft war die einzige Sache, die er jemals wirklich geliebt hat. Jedenfalls hat er mich ohne einen Kupferling stehen lassen. Zum Glück habe ich als Ausgleich aber einen guten Gemahl mit einer ertragreichen Farm. Ja, ich habe Gerüchte gehört, dass Trolle kürzlich das Weidevieh angegriffen haben sollen. Allerdings, das stimmt. Wir alle leben in Furcht, aber die Männer werden mit den stinkenden Bestien einfach nicht fertig. Einer wollte Homer angreifen, aber glücklicherweise sah er ihn herannahen und verschanzte sich in der Scheune. Aber ein Troll hat den Sohn des armen Regnor getötet. Den zerfetzten Leichnam hat er dann in den Fluss geworfen. Wer, Regnor oder der Troll? Oh, es war ein furchtbarer Anblick, als man ihn später herauszog. Erzählt mir mehr über Regnor. Seit dem Tod seines einzigen Sohnes ist Regnors Herz schwarz vor Trauer. Armer Kerl. Ihr findet seine Farm im Osten, in der Nähe von Burg Eisenfaust. Aber seid sehr behutsam, wenn ihr mit ihm sprecht. Regnor kann sehr launisch reagieren. Es ist die Trauer, versteht ihr? Es wird Zeit, ich sollte aufbrechen. Oh, ein kleiner Heiltrank. Und eine kleine leere Flasche. Wir finanzieren die Bauern hier ein bisschen. Hm, abgenutzter Topf. Ist das eine Waffe? Nö. Aber Rüstung 20 ist besser als ein Strohhut. Und ist wohl ein Helm. Oh, wisst ihr, Freund, ich rieche einen Schurken auf eine Meile. Jemand kommt angeschlichen und ich kann sofort sagen, ob er etwas Böses im Schilde führt. Ist sie jetzt böse auf uns? Sie ist gereizt, minus 16. Ihr riecht irgendwie verdächtig. Ich rate euch also, hier zu verschwinden, bevor ich die Wachen rufe. Wachen rufe. Verstanden? Mann, ich wollte dich ja gar nicht
berauben. Ich wollte mir bloß einen Topf angucken. So, ich glaube, wenn man immer 1 drückt, dann geht's immer. Dann kriegt man alle Dialogoptionen immer durch. Okay, ich raube euch keinen Topf. Vielleicht finde ich ja irgendwo anders einen. Und da ist Isolde. Hallo Fremder, ich suche jemanden, der einem Freund einen Brief überbringen kann. Habt ihr vielleicht Interesse? Seid gegrüßt, Fremde. Was kann ich für euch tun? Mein geliebter Gareth, der Meisterdieb, hat sich zum Militär verpflichtet. Er bedauert seinen Entschluss bestimmt, dabei ist durch seinen Eid gebunden. Und jetzt kann er wegen des Krieges mit den Orks nicht einmal die Kaserne verlassen. Bei unserer Trennung gab es böse Worte, die ich gerne zurücknehmen würde. Ich habe ihm daher einen Liebesbrief geschrieben, aber es ist niemand da, der ihn bringen kann. Ich sehne mich nach dem Tode. Wow, ein bisschen extrem, oder? Du mit deiner Karotte. Habt keine Angst, treue Seele, ich bringe ihm euren Brief so bald wie möglich. Hab Dank, oh, der arme Gareth muss wissen, dass ich ihn noch liebe und ohne Unterlass an ihn denke. Wisst ihr, wo er stationiert ist? Eigentlich nicht. Meine Pflichten lassen nicht zu, dass ich mich auf die Suche nach ihm mache. Diese verdammten herzlosen Offiziere in der Kaserne würden mir wahrscheinlich sowieso nicht verraten, wo er ist. Warum sind die alle so herzlos? Oh, vielleicht schicken sie Gareth auch auf eine gefährliche Mission. Er könnte sterben. Wo finde ich die Kaserne der Armee? Ihr habt doch eine Karte, oder? Hier, seht. Gebt auf euch Acht. Wo ist meine Map? Ja, die Kaserne, das Burg Eisenfaust. Und hier ist die Kaserne. Und hier müsste irgendwo Gareth sein. Kaserne der Armee. Aber wir suchen ja noch Regnor. Oder nicht? Das ist Buzz. Hey Buzz. Was los, Buzz? Guten Abend, Fremder. Dem Sonnenuntergang nach zu urteilen, steht uns ein schöner Tag bevor. Hallo Freund Farmer, was erzählt man sich so zur Zeit? Die Orkangriffe werden von Tag zu Tag schlimmer. Der Flüchtlingsstrom aus dem Süden reißt nicht ab und der Herzog erwartet von uns, dass wir all diese hungrigen Mäuler stopfen und dennoch unvermindert Nahrung an die Städte liefern. Das wird so nicht mehr lange gut gehen. Das ganze Land wird verhungern, wenn sich nicht bald was tut.